Overwatch Beta steht schon in den Startlöchern und damit auch alle fit ins Schlachtfeld springen können, schauen wir uns doch heute mal die Rollen etwas genauer an. Offensiv, Defensiv, Unterstützung und Tank sind hier die vier Rollen, zwischen denen man auswählen kann, und in diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die defensiven Helden. Unser erster Held im Bunde ist Bastion. Er kann mit Hilfe seiner Fähigkeit rekonfigurieren zwischen dem Modus Aufklärer und Geschütz wechseln. Ist er in seiner Geschützform, hat Bastion ein frontales Schild und eine Minigun, läuft er jedoch als Aufklärer herum ein ganz normales Sturmgewehr. Selbstreparatur hilft ihm, sein Leben wiederherzustellen, und durch seine ultimative Fähigkeit wechselt er in einen mobilen Panzermodus, mit dem er explosive Munition für gewisse Zeit verschießen kann. Der japanische Auftragsmörder Hanzo. Er besitzt einen Sturmbogen, der Sonarpfeile verschießen kann und Gegner in seinem Radius markiert, um sie somit leichter aufzuspüren. Zudem besitzt Hanzo die Parkourfähigkeit und einen Streufall, der an den Wänden abprallt. Seine Ulti ist hierbei der Drachenschlag, welcher jeden Gegner auf seinem Weg tötet und durch alle Hindernisse dringt. Junkrat, wieder einer der Verrückten. Er besitzt einen Granatwerfer und eine ferngezündete Mine, mit der er sich oder die Gegner in die Luft katapultieren kann. Die Stahlfalle hilft, den Gegner temporär aufzuhalten, und der Kamikaze-Reifen, um auf weitere Distanz mehr Schaden auszuteilen, ohne direkt selbst im Kampf zu stecken. Selbst im Tode hat Junkrat den Sprengteufel in sich, mit dem er den Gegner mit etwas Glück noch erwischen kann. Widowmaker. Ihre Waffe erlaubt es, zwischen Sturmgewehr und Scharfschützengewehr zu wechseln. Zudem besitzt sie einen Widerhaken und Giftminen, um tödliche Fallen für Gegner zu legen. Durch Widowmakers Ulti-Infrasicht kann sie und ihre Verbündeten die Gegner temporär durch Wände sehen. Unser letzter defensiver Held im Bunde, Torbjörn. Er besitzt eine Bolzenkanone und einen Schmiedehammer, mit dem er sein Geschütz verstärken kann. Die Geschütze selbst stellt er mit Shift auf, und diese können bis zu Stufe 3 aufsteigen. Torbjörns Rüstungspaket hilft hierbei, den Verbündeten mehr Schaden einzustecken. Durch den geschmolzenen Kern kommt er in seine ultimative Form und erhält somit einen erhöhten Rüstungswert sowie eine Menge Ersatzteile. Zudem kann Torbjörn nun seine Geschütze schneller aufstellen und reparieren. Das war's mit den defensiven Helden. Schreibt mir doch euren Favoriten wieder in die Kommentare und werft einen Blick in die anderen Videos, in denen wir uns die restlichen drei Rollen mit anschauen. Ich bin damit raus und viel Spaß im Schlachtfeld!